fleissig am Wimmen. Wir haben sicher bis jetzt schon den 6. Lesetag und es sieht wahnsinnig gut aus. Tolle Menge, tolle Qualität. Dort bei den Stücken, die ein bisschen verhagelt worden sind, haben wir ein bisschen mehr zum Auslesen beim Wimmen, aber von der Menge her ist eigentlich wirklich top. Unseren Wimmer geht es wirklich gut und sie haben einen riesigen Plausch. Logisch bei so schönen Trauben. Darum machen wir weiter so. So, wie ihr seht, im Hintergrund haben wir drei Stunden geerntet. Die kommen jetzt direkt in den Keller. Da fahre ich jetzt hin zu meinem Bruder, damit wir es gerade weiterverarbeiten können. Wenn wir im Keller angekommen sind mit den ganzen Standen, laden wir es ab, tun es weg und nachher kommen wir zu unserer Abwehrmaschine, wo die Traubenbeere von den Stielen getrennt werden. Seht ihr, da hinten kommen die ganzen Stiele raus, ohne Trauben. Von Trauben werden da unten in der Maschine durch einen Förderschneck direkt auf die Presse gepumpt. Jetzt sind hier noch mal die Abwehrmaschine. Nachher werden sie in diesem Schlauch, in diesem grossen Schlauch, werden sie Presspumpen. Ja, da sieht man unsere Presse. Man sieht, in der Presse kommen dann die ganzen Beere und Saft in die Presse. Wir lassen sie kurz noch an der Haut ein bisschen liegen lassen. Und nachher werden sie dann Presse und wird direkt in den Tank gepumpt.